Hey Leute, ich wollte euch mal kurz zeigen, was ihr mal gerne ausprobieren könnt. Im Moment ist nämlich wieder Weinsaison und es gibt wieder Trauben. Und vielleicht habt ihr es auch schon mal ausprobiert, gerade wenn du Monomahlzeiten machst. Also das heißt, wenn du nur ein Lebensmittel in eine Mahlzeit isst, so dann kannst du immer sehr gut testen, wie es deinem Körper bekommt und was für eine Wirkung das auf deinem Körper hat. Und bei Weintrauben ist es nämlich zum Beispiel auch ganz interessant. Einmal, wenn du welche hast, Winzer oder so kennst, die Sorten sind oft noch ganz anders. Das heißt, da sind auch hier, ich hoffe, man sieht es, die Samen noch viel größer. Und dementsprechend, Weintrauben haben, vielleicht habt ihr das auch schon mal bei Arnold Ehret gelesen. Wenn ihr nicht kennt, die Schriften findet ihr auf meiner Website, ium.world, kann man sich auch kostenlos runterladen. Und er hat auch mal berichtet über die ja, reinigende Wirkung von Weintrauben. Und bei Weintrauben ist es halt wirklich so, gerade wenn du zum Beispiel am Tag noch nichts gegessen hast und dann isst du als erste Mahlzeit Trauben, dann wirst du sofort merken, also das, was ich immer feststellen konnte und auch viele, die das gemacht haben, die es mal ausprobiert haben, dass es halt sehr schleimlösend ist, dass es vor allem auf den Halsbereich wirkt, auf ja, Hals schleimlösend. Und Ehret hatte zum Beispiel auch mal berichtet, dass er sein Kollege, mit dem er immer auf Fasten wandern war und dort auch Reinigungskuren gemacht hat. Und dann nach einem, ich weiß nicht mehr, wie lange das Fasten war, nach einem längeren Fasten, hat sein Kollege, der sein Leben lang irgendwie gestottert hat, hat er berichtet eben in dem Buch auch, Trauben gegessen und daraufhin hat er extrem starken Schleimausscheidung gehabt, hat sich fast übergeben und dann kam halt dieser Schleim raus und danach hat er halt nicht mehr gestottert. So. Und ja, Körper, Psyche ist natürlich immer verbunden. Also es ist sehr interessant, probiert das gerne mal aus. Macht mal, wenn irgendwie, gerade jetzt zum Beispiel, wenn irgendwie Weinsaison ist. Die Träuble sind halt nochmal ein bisschen was anders. Macht da ruhig mal Mono-Mahlzeiten mit Trauben, mal so ein paar Tage. Also nur einmal, ja, nur Trauben essen, 500 Gramm, ein Kilo, zwei, dreimal am Tag eine Mahlzeit und sonst nichts. Das mal zwei, drei Tage und schaut mal, was es mit euch macht. Sehr blutreinigend auch. Und ja, probiert es mal aus, berichtet gerne mal, kommentiert mal und euch noch einen schönen Tag. Ciao.